recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 122. Wie immer, jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da. Und ich hatte ja letzte Woche euch schon gesagt, dass es in dieser Woche eine Art kleine Innovation geben wird. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Kleiner Funfact an der Seite, ich fand das recht süß. Meine Frau guckt ja auch meine Videos. Sie guckt sich die Videos an und kommt dann irgendwann mal runter und guckt sich das an, was sie sich im Video gerade angesehen hat, in echt. Na gut, ist halt ihre Entscheidung. Sie kann auch öfters mal so kommen und gucken, aber sie macht es halt gerne so. Und da kam sie neulich runter zu mir ins Zimmer, also hierher, und sagt, du hast da was von einer Innovation erzählt. Was ist denn das? Zeig doch mal. Naja, und dann hat sie so lange gedrängelt, bis ich ihr das gezeigt habe. Und sie sollte erst mal gucken in die eine Ecke rein. Ihr habt es ja im Einspieler schon gesehen. Da geht es nämlich um dieses Portal, was ich da gemacht habe. Und dem einen oder anderen wird es vielleicht auch aufgefallen sein, was da ist. Dieses Portal sieht nämlich eigentlich so aus. Ich rede jetzt nicht von der Farbe, sondern von der Bauart. Und hier ist ja was dran. Und zwar ist hier ein Felsen angebracht. Wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch heute natürlich im Video alles mal zeigen. Und eine recht interessante Geschichte ist das. Das werde ich also definitiv öfters jetzt einsetzen. Man kann nämlich so toll damit arbeiten. Ich kann es ja schon mal einspielen. Was erzähle ich denn gerade für einen Blödsinn? Ich kann es euch schon mal zeigen. Und zwar hängt das mit diesen Teilchen hier zusammen. Und wie ich das gemacht habe, ich meine, die meisten werden es kennen, wie ich das gemacht habe, was ich damit gemacht habe, wie ich zu diesen Felsen gekommen bin, das will ich euch, wie gesagt, in diesem Video jetzt alles zeigen. Und da würde ich sagen, ich mache gar nicht viel Theater jetzt mal drum. Ich gehe wieder an meinen Schreibtisch vor meinen Rechner und dann sehen wir uns gleich. Und dann, ja, bleibt einfach dran, ne? Bis gleich. Ja, und jetzt sind wir gleich am Anfang hier bei dem Portal, wie ich es rausnehmen will, das heißt die gesamte Plattform rausnehme. Ich habe das Portal hier festgeklebt mit Heißkleber, deswegen auch so ein bisschen fummelig, das rauszukriegen, weil es ist ja jetzt an einem Stück und später kann ich ja das Portal vorher abnehmen und dann kann ich entsprechend das Ganze ja leichter rausfummeln da irgendwo. Fummelig ist das sowieso immer alles, das kennt man ja. Ja, und deswegen habe ich es festgeklebt. Natürlich, damit es an der richtigen Position ist. Und jetzt habe ich hier die kleinen Hölzchen hier dran geklebt. Hier sehen wir es jetzt schon, nachdem es fest ist. Das dauert ja immer, wenigstens 12 Stunden muss ich warten, bis es halbwegs fest ist. Meistens lasse ich den ganzen Tag das Ganze liegen, damit ich eben entsprechend da keine Sorge haben muss, dass es weggeht. Und jetzt muss ich so ein kleines bisschen das versuchen zu lösen, da ja die Magnete auch gleich mit festgeklebt wurden im gleichen Arbeitsschritt. Ja? Aber hier sehen wir es schon, ich habe es reingesetzt, das hat sich alles lösen lassen. Ich habe da mit dem Messer so ein bisschen da reingearbeitet, das passt schon irgendwo. Und jetzt eben die Schablone, die ich hier einsetze, das habe ich natürlich deswegen gemacht, weil wie soll ich es anders machen? Wie soll ich rausfinden, welche Form jetzt dieser Felsen an der Seite tatsächlich braucht, sodass ich halt das Modul da rechts rein und raus machen kann. Das ist ja gar nicht mal so einfach. Und deswegen mit Papier, und ich sage mir immer, wenn das reinpasst, ein bisschen verändern kann man später immer. Ich habe das ja auch überall gemacht, wo ich so Schablonen gelegt habe, wenn ich so mit Sperrholz was gemacht habe oder sowas. Ne? Dann mache ich immer eine Schablone, macht sich am besten, da hast du alles gleich an der richtigen Stelle. Ja, hier erstmal gucken, ob der Text auf dem Zettel wichtig war. Ich habe da irgendwas genommen. Oh, ich weiß gar nicht, was da drauf steht. Ist ja auch völlig egal. Wichtig kann es nicht gewesen sein, deswegen habe ich es dann doch verwendet. Und hier klebe ich jetzt die Schablone. Da hatte ich ja so einen Knick vorne reingemacht, dass ich sehe, wo praktisch die Anlagestelle ist. Und ja, dann schön festgeklebt das Ganze, damit ich jetzt auf der anderen Seite, wenn ich es rumgedreht habe, wir sehen es schon, ich habe hier so eine Plastikbox drunter gelegt, damit ich jetzt das Ganze den Felsen aufbauen kann irgendwo. Und den Felsen mache ich, ja, ich habe es ja verpixelt am Anfang, ja, die Spannung soll ja halten. Ja, was will ich sagen? Ja, und zwar wird das Ganze mit einem 3D-Stift gemacht. Ich habe das ja vor Monaten schon mal gezeigt, dass ich mit 3D-Stift jetzt auch arbeite. Da hatte ich allerdings noch so ein Billigmodell genommen. Hier habe ich jetzt ein vernünftiges Modell mir gekauft. Das habe ich in den USA bestellt. Das nutzen sogar die Profis, diesen Stift hier. Ja, also, der Uli. Ja, nein, aber ich will, wenn ich mir schon was kaufe, was Vernünftiges kaufen, wo ich halt auch eine Weile Ruhe mit habe, wo ich gut arbeiten mit kann, wo auch das Ergebnis dann entsprechend passt. Natürlich bin ich da absoluter Leier. Ich habe ja schon mal ein bisschen was gebastelt. Wartet mal, habe ich das nicht tatsächlich hier? Ja, guckt mal.
Hör auf. Ja, unabhängig davon, das Ding wird nie zum Einsatz kommen. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Erfahrung schon gesammelt. Ich habe das ein oder andere auch noch gedruckt. Ich habe bloß gerade diesen Kopf hier zur Verfügung gehabt. Und ihr seht schon, es passt da rein. Es ist ja erstmal auch nur eine flache Schicht. Und das konnte ich so ein bisschen anpassen. Und das macht man natürlich mit einer Flamme. Also mit einem Brenner kann man das schön machen. Es ist ja verständlich. Es ist ja Filament. Und Filament ist ja eine Art Plastik. Das Gute an dem Filament, weil viele immer sagen, du arbeitest mit Plastik. Nein, Filament ist tatsächlich biologisch abbaubar. Das ist überhaupt kein Problem. Damit kann man super arbeiten. Und ich habe ja auch die Portale aus Filament gemacht. Was bietet sich ja natürlich an, dass ich auch den Felsen drüben aus Filament machen. Wie hätte ich das machen sollen? Aus irgendwelchen, ja, Styrodur irgendwas zurechtschnitzen oder aus Schaumplatten hier habe ich auch da. Das geht alles nicht. Das sieht auch nicht, weil das sind glatte Oberflächen. Und deswegen kam ich auf die Idee, Mensch, mach das doch einfach mal mit dem Stift. Ich habe das so noch nirgendwo gesehen. Deswegen spreche ich auch von einer Innovation, die der Uli hier gemacht hat. Ja, ja. Und ich musste mich ranarbeiten. Ihr seht schon, ich arbeite mit der Flamme. Ich habe das ein bisschen wieder zusammengedrückt, damit das schön stabil alles wird. Und dann habe ich natürlich auch, unten musste es dicker werden. Und ich muss natürlich versuchen, dass das irgendwo, ja, auch schick wird zum Schluss. Natürlich muss ich in diesem Baustadium noch nicht wirklich auf die Schönheit achten. Das mache ich ja erst zum Schluss in einem der letzten Arbeitsschritte. Hier war mir wichtig, es muss leicht raus und reingehen. Da links zum Beispiel, wo da der links von dem Portal jetzt, da ist nachher auch noch ein Holz dazwischen. Das zeige ich euch heute nicht, wie ich das gemacht habe, weil jeder weiß, wie man ein Holz da irgendwo anklebt. Und ich glaube, das habe ich sogar aufgenommen alles, ja. Aber ist ja egal, ich zeige es jedenfalls hier nicht. Und jetzt arbeite ich natürlich mit dem Stift noch ein bisschen die eigentliche Form aus. Erstmal, dass es unten schön glatt ist, dann oben die Kante, die zeige ich nachher noch gar nicht, wie ich das gemacht habe. Da habe ich auch eine schöne Abschlusskante nachher noch rangebastelt, so dass es von oben schön dicht wird, weil man sieht in dem Video immer noch diese schwarze Oberfläche hinter dem Portal. Da ist ja später Erde oder Schotter oder was ich auch immer dahin mache, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Und ja, wird also alles noch aufgearbeitet. Also wenn man jetzt diese unsauberen Stellen sieht an den Schienen und an den Gleisen und an welchen Stellen auch immer, das wird natürlich alles noch als irgendwann mal aufgearbeitet. Das bleibt ja nicht so. Und jetzt mache ich es unten ein bisschen dicker, damit das schön unten abschließt. Man konnte auch immer jetzt noch reingucken, hat auch so ein bisschen das Holz dahinter gesehen. Das ist alles jetzt schon weg, das sieht man schon nicht mehr. Ich habe nicht jeden Arbeitsschritt hier aufgezeichnet, weil das bringt ja nicht viel. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, was ich da so gemacht habe. Und jetzt steht die eigentliche Form. Man kann es jetzt schon erkennen, wie ich das ja vorhin gezeigt habe, ne? Wie das so aussieht. Das passt also jetzt fast perfekt rein. Ich glaube, da musste ich noch mal ran. Und jetzt habe ich mir hier einen schönen Lötkolben gekauft, den man super mit Tasten einstellen kann. Ich habe es mal versucht, dass man das hier sieht. Der heizt doch wahnsinnig schnell hoch. Und mit diesem Lötkolben, den brauche ich mit den Temperaturen. Ich habe zum einen die 180 Grad eingestellt oder die 189, die ich auch mit dem Stift habe. Das reicht aber bei vielen Sachen nicht, weil ich will ja nicht bloß diese kleine Wurst da schmelzen, die aus dem Stift rauskommt, sondern ich habe hier eine relativ große Fläche. Aber ich konnte eben tatsächlich mit den Temperaturen einstellen, ob ich jetzt mal schneller arbeiten möchte, also eine größere Fläche glätten möchte. Ihr seht ja, das sind ja so die kleinen Würstchen da alles immer. Und das kann man super damit glätten. Und da habe ich eben diese schräge Spitze vorne ran gemacht. Und wie gesagt, wenn ich größere Flächen glätten möchte, bin ich auf bis zu 350 oder 380 Grad sogar hochgegangen. Und wenn ich Details rausarbeiten will, dann habe ich mit 200, 180 Grad gearbeitet, damit ich eben so die Strukturen des Felsens rausbekomme. Ich habe mir auch vorgenommen, ich werde in Zukunft öfters mit diesem Stift arbeiten und mit dem Lötkolben, weil man kann dadurch noch exakter sich bestimmte Dinge irgendwo bauen, was sogar noch nicht mal mit einem 3D-Drucker hingeht, weil ich hätte das nicht mit einem 3D-Drucker drucken wollen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Erstmal das Ganze entwerfen, dann ausdrucken, dann hat man ja auch diese kleinen Streifchen, dann fängst du auch mit dem Lötkolben vielleicht an. Also ich fand die Lösung jetzt hier mit dem Stift perfekt für mich. Und ihr seht, es steckt drin, es geht gut rein. Es war, glaube ich, ja, ich schreibe es ja auch gerade, nicht ganz 100% sitzt das jetzt hier drin. Ich glaube, da habe ich mit nochmal nachgearbeitet so ein bisschen. Aber das ist ja auch egal. Ich muss, wie gesagt, nicht jeden Schritt zeigen. Und als dann endlich alles gepasst habe, dann kann es natürlich an die Bemalung gehen. Ich habe das Ganze wieder grundiert hier mit meinem Primer.
Grundierer. Und ja, das Portal musste ich natürlich auch neu bemalen. Das zeige ich euch jetzt hier allerdings nicht, wie ich das Portal bemalt habe, weil das hatte ich ja schon mal in einem Video gemacht, wo ich zum Beispiel diese beiden oberen Portale bemalt habe. Und da war auch, ich glaube, das Rechte war das, was ich jetzt hier mir neu bauen musste und auch wollte, weil ich, das hat super da oben reingepasst. Da gehen ja diese beiden Gleise nach links weg. Das ist jetzt wie so ein Portaleck. Vielleicht nenne ich es auch Portaleck in Zukunft. Ich habe keine Ahnung. Ihr seht, das Portal ist jetzt schon bemalt. Der Feinschliff fehlt da natürlich auch noch, ist klar. Ich habe erstmal nur die Grundfarbe drin und jetzt kommt der Felsen. Und das war natürlich die Aufgabe für mich, dass der Felsen tatsächlich identisch oder nahezu identisch aussieht mit dem, was daneben ist, also mit dem eigentlichen Modul von der alten Wartungsstelle. Man hat immer noch den kleinen Spalt, wenn man jetzt von links gucken würde. Aber bei meiner Anlage geht das nicht. Man kann nur von der einen Seite an der Stelle rangucken, von oben vielleicht noch, da könnte man es sehen. Aber wer stellt sich jetzt auf die Leiter und schaut sich da das an, was ich gebaut habe? Das wäre maximal ich sein. Und oder ihr im Video. Aber euch will ich ja zeigen, was ich gemacht habe. Und es ist ja völlig in Ordnung, dass man da irgendwo mal einen Spalt sieht, zumal ich ja alles abnehmen kann. Und ich werde auch die meisten anderen Portale abnehmbar machen bei mir, weil das hat sich super bewährt, dass man da reingreifen kann. Und man hat trotzdem einen Übergang, ja. Also man hat keine Ritze am Portal selber, sondern es ist eben ein wunderschöner Übergang irgendwo. Und ich, ja, da seht ihr den ganz kleinen Spalt da so noch, ne, wie das am Felsen. Aber wenn du von rechts unten guckst, siehst du das gar nicht. Hier habe ich jetzt nochmal den Video vom Anfang oder das Video vom Anfang, wo man jetzt bis zu dem Portal hintergeht. Wie gesagt, da hinten bitte nicht bewerten, wie das aussieht jetzt. Das wird alles noch gemacht. Das bleibt definitiv nicht so. Aber es passt rein, ja. Es passt super rein. Es sieht nett aus. Und ja, das war's, was ich euch diese Woche zeigen wollte mit dem Portalchen hier. Und ihr seht, der Felsen, das ist doch fast dasselbe wie auf der anderen Seite. Muss jetzt noch ein bisschen begrüntere. Da fehlt natürlich jetzt diese Grasstreu noch drauf. Aber weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt da hinten hinsetze. Wie gesagt, unten muss natürlich noch geschottert werden. Erde muss hin, der Prellburg. Da fehlen noch so viele kleine Sachen. Und das war's für die Woche. Macht schön gut. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, Freitag 16 Uhr ist der Uli für euch wieder da. Tschüss.